Ja, hallihallo und herzlichst willkommen zur vierten und damit letzten Folge von Let's Show Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir sind unmittelbar davor, die Open World zu betreten. Woher ich das so genau weiß? Naja, auch wenn ich es an sich noch nicht gespielt habe, habe ich diese Folge, die jetzt kommt, quasi schon mal gespielt. Problem war da allerdings, dass ich, ein paar Aufnahmeprobleme hatte. Denn nach gefühlt 30 Jahren Aufnahme mit den gleichen Einstellungen in der Software hat sich auf einmal die Audioquelle verabschiedet und damit auch der Ton. Und ohne Ton ist das ganze Spiel natürlich ziemlich sinnlos, ist aber nur von Vorteil, denn damit weiß ich schon ein bisschen, wo wir hingehen können, wo wir hingehen müssen, was uns für Wege erspart bleiben, hoffentlich. Bei einigen Aktionen bin ich mir da noch nicht so sicher, ob ich sie jetzt besser hinbekomme. Aber wir werden sehen. So, hier erkunde ich nur ein bisschen das Haus. Das mache ich einfach mal aus Prinzip, auch wenn ich wusste, dass jetzt hier nichts weiter drin ist. Denn wir haben hier übrigens ein Postfach, in dem leider nichts drin ist. Denn ich bin so ein Exploration-Typ und dann muss ich das auch alles gesehen haben. You got some change, Mister? Oh, das war aber tatsächlich beim letzten Mal nicht so. That's very nice. Thank you. So bin ich. Freund und Helfer. Und hier guckt trotzdem gerade niemand, deshalb gönne ich mir als Austausch gegen das eine Stückchen Geld einen kleinen Happen, auch wenn es wirklich nicht viel ist. Aber hey, besser als nichts. Und ich glaube tatsächlich, ich habe oben die Tür übersehen, aber es macht nichts, selbst wenn das so ist, denn wie gesagt, dort gibt es einfach nichts zu finden. Und gut, dass ich immer nach jeder Folge richtige Speicherpunkte mache, sonst hätten wir jetzt einfach einen Teil überspringen müssen und das ist ja auch Schwachsinn. So, dann reden wir einfach mal mit ein paar Leuten. Aus Prinzip zeige ich mal diese junge Dame. Hey Baby, looking for a date? Allerdings werden wir ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen. Wenn ihr das tun möchtet, dann kauft euch gerne das Spiel. Falls ihr es noch nicht habt, denn gefühlt bin ich ja der einzige Mensch auf dieser Welt, der es noch nicht gespielt hat. So. Wir suchen uns jetzt... Oh Gott, ich dachte gerade, unsere Debatte hat daher. Okay. Wir suchen uns mal jetzt einen kleinen Snack. Einen abgelegenen Menschen. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Das kenne ich irgendwie noch nicht. Ah, da kommt einer. Na, schauen wir mal, ob sich die junge Dame dort hinten noch verabschiedet. Und wir den hier in Ruhe snacken können. Wir wollen ja unsere Maskerade nicht in Gefahr bringen. Criminal Violation? Was? Fehlt attempt failed. Oh, was? Oder... Oh Gott, das will... Was ist denn jetzt los? Habe ich denn jetzt auch Maskerade verloren? Ups, das ist der falsche Button dafür. Nein, das nicht. Oh Mann, das ist ja kurios. Ich bin noch immer von vorne auf die Leute drauf zugelaufen. So, jetzt müssen wir uns nur etwas verdeckt halten und dann passt das schon wieder. Denn leider habe ich auch in meinem ersten Aufnahmeversuch für Episode 4 die Polizei ausgelöst, da allerdings, ebenso unfreiwillig, aber auch etwas unnachvollziehbar, denn dort bin ich an einer komischen Stelle auf einmal von der Polizei verfolgt worden. Kann ich euch nachher nochmal zeigen. Wenn ihr jetzt mal auf mich zu verfolgen oder eher nicht so? Die Kampfmusik läuft ja noch. Und der Polizist... Police Hunting? Jetzt verfolgt mich die Polizei, oder wie? Ich gehe einfach mal fix hoch. Mal schauen, ob das was bringt. Das geht ja gut los. Aber es ist nicht so schlimm. Ich weiß schon so ein bisschen grob, wie wir dann weitermachen können. Und da verlieren wir kaum Zeit. So, hier waren wir ja schon drin. Ich war... Genau. Schlafen kann man ja auch nicht. Schade, das ist... Sehr, sehr schade. So, kann ich bei mir schlafen? Nein, ebenso wenig. Okay, dann würde ich sagen...
Okay, Polizei hat aufgegeben. Aber bevor wir jetzt nochmal so eine blöde Aktion riskieren, würde ich mir einfach mal eine kleine Blutkonserve. Und damit sind wir immer grob auf der Hälfte. Zwar nicht ganz, wie es aussieht, aber hey. Das reicht erstmal. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht so viele Fähigkeiten wirken müssen. So. Gut, dann reden wir mal mit diesem jungen Mann hier. Es ist sehr komisch manchmal mit den Dialogen. Sehr, sehr kurios. Also, dass man da so sich überkreuzende Stimmen hört, gefühlt. What are you doing? Waiting for that blasted tow truck I called an hour ago. I'd rather not wait another second in this part of town, this time of night. It's rather a dreadful place, don't you think? I should have listened to my mechanic by German, he said. Wo er recht hat. Wobei, ich fahre auch kein deutsches Fahrzeug, aber egal. Ich bin auch noch nie ein deutsches gefahren. Also, zumindest nicht in eigenem Besitz. So. What's been stolen? Nein, das ist den billigen Trick, mach mal nicht. Oder? Nö. I'm happily married to my work. And I have a wife too. Ach stimmt, ja, das habe ich beim letzten Mal auch schon gewählt und ich fand das irgendwie nicht die passende Antwort. Irgendwie komisch. Ja. Good God. Don't they have street cleaners around here? So, was wir nochmal probieren können. Nein, man kann also nicht mit jedem sprechen. Kann man mit der Polizei sprechen. Toll, selbstbereit. Oh man, you! You're a vampire, aren't you? Was rauchst du? Eine sehr gute Frage. Oh, come on! Oh man, you are too! Don't bullshit me, man! Just come clean, you know? I mean, oh man! I ain't gonna tell no one. It's okay, man. Just wanna talk. Hell yeah! Oh man! I knew it! Oh jeez, I knew you were! I just could tell! Oh man, this is great! And I saw your teeth and I was like, damn, it was like I could just sense you. The name's Knox Harrington. Pleasure to meet you. Oh man! Ich würde es bevorzugen, wenn er nicht über die ganze Straße irgendwas von Vampiren posaunt, aber naja, gut. Wir sind trotzdem mal nett. I'm a ghoul. I didn't know about any of this stuff until a couple of months ago. When this guy just appeared and, well, all of a sudden, bam! Oh, man! Vampires are real and right there in front of my eyes! Blew my goddamn mind. Well, the way it was explained to me, whenever a vampire lets a human drink some of their vampire blood, the human gains a little vampire power. Can heal up quick and that kind of stuff. Jeez, oh man. Then they're a ghoul and ooh, watch out. Enjoyed. Wanna be a vampire in our lives? Can I ask you some questions? Wir fragen erstmal, wer ihn zum Ghoul gemacht hat. Oh man, I really wish I could tell you. But I don't think I'm supposed to. But it's really cool to be talking to you. Just, well, because I don't get a lot of chance to talk to vampires. Oh man! Well, other than my master. So I thought I'd just say, you know, what's up? You know? You would like being a ghoul? What are you doing around here? Don't be an idiot. Of course you can tell me. Hey man, just because I'm a ghoul and you're some cool vampire, you don't need to treat me like crap. Okay? Oh man, so agitated. Naja, aber müssen wir nicht auf die Spitze treiben. Entschuldigen wir uns mal lieber. Look, I probably shouldn't tell you this, but I'm on a secret mission for my master. Well, hey! It's been great talking to you, man. But I better be going. Oh, man! You know, important stuff to do. Ja. Wir setzen nicht noch einen drauf und sagen ihm, dass er ein Idiot ist. Irgendwann wird das schon merken. Zum Beispiel, wenn er dafür bestraft wird, dass er auf der Straße rumposaunt. Er sei ein Ghoul und ich sei ein Vampir vor allen Dingen. Noch schlimmer. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um, bevor wir diesen dezenten Hinweisen in Form von Blutspuren folgen. Wir laufen mal hier lang.
Den Weg kenne ich, glaube ich, selbst noch nicht, oder? Ach doch, ich bin hier nur von der anderen Seite gegangen. Ja, huch. Seht es euch an. Deutsche Wertarbeit. Gerade hatten wir das Thema noch im Dialog zuvor. Beziehungsweise im... Huch, Gott. Was ist denn da passiert? Beziehungsweise zwei Dialoge zuvor. So. Doomsayer, das ist ein Typ, der irgendwo mit einem Schild rumrennt. Auch wenn ich ihn dieses Mal nicht sehe. Ach hier, das ist er. Das Ende ist da, um Himmels Willen. Ja, da hinten steht einer schön abgeschirmt in der Ecke, aber der hier sieht das wahrscheinlich, oder? Obwohl nein, der dürfte es nicht sehen. Jetzt ist nur die Frage, ob der stehen bleibt dabei. Ja, bleibt dann nämlich nicht. Aber jetzt habe ich Zeit. Für einen kurzen Snack. Oh Gott. Das ging ja sehr schnell. Ja, und daran sieht man eben die unterschiedlichen Blutqualitäten. Aber wir betreten erstmal diesen Laden. Kibatziks Open 24 Hours Bail Bonds. Bail Bonds, vor allem Bail Bonds. Ach, das ist das Radio. Ich habe mich gerade gefragt, wo hier eine Frau steht. Hallo? Welcome to Kilpatrick 24-Hour Bail Bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Kilpatrick. You're a rather nice place, I assume. You can stop kissing my ass, fat boy. Yep, sure do. I'm a third-generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. I don't see any employees of our business these days. You're looking for any help. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours, plus a bounty hunter. I pulled a graveyard shift because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Santa Monica doesn't sound like a good place to be living. Bounty hunter. No, that's got to be an interesting job. I getcha. I think I'm out of here. Well, my business ain't bad, I can tell you that much. Santa Monica's gone downhill. Used to be pretty nice, I guess. We do a higher volume now than we did a few years ago, but we gotta deal with a lot more bail jumpers and crap like that. Jetzt bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also so viel kann ich sagen, beim letzten Mal spielen ist dieser Dialog hier anders verlaufen. Da habe ich mich irgendwo anders entschieden. Ich möchte eigentlich ja schon die ganzen Missionen mitnehmen und ich schätze, diese Kopfgeldsache hier würde Missionen bringen, aber andererseits möchte ich ja nett und menschlich bleiben und eine gute, den Helden spielen und nicht den Bösewicht sozusagen und deshalb kann ich es eigentlich fast gar nicht annehmen und ihn in die Richtung hier lenken. Aber schauen wir erstmal weiter, was es hier noch für Antwortmöglichkeiten gibt. Of course, goes with the business. Then you sick the bounty hunter on him. You betcha. I used to do some bounty hunting myself back in the day. Takes a solid set of brass balls to make a good bounty hunter, I'll tell you that much. You have not any good, interesting conversation, but I'm taking you off. Yep, damn good. His name's Carson, and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now, though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Recently challenged several random people to a taste test between Friggin' Chicken and the other leading chicken... Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Try this. Na, das ist ja okay. Ich dachte schon, wir sollen den Job übernehmen. Schon, dann okay. Great, great.
I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card, that'll let you in. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir das benutzen können. Das ist ja interessant. Also verläuft die Folge doch anders als die letzte. Could you answer a question? Sure, pal, what is it? A few places in town. What place you want to know about? I mean, friggin' chicken. Oh, you mean that club? We get drunk and disorderlies and drug bust out of there sometimes. Some fights. The owners run it pretty tight, though. You know, I'm not even sure. Couple of ladies, sisters, I think. You don't see them around here too much. And 10 makes 100. Here's your money, man. Frag mal eben mal nach weiteren Plätzen oder Orten. In Jittery. Ah, yeah, I know the place. Funny thing is, that spot used to hold a stinky old pet store. Now it's some hoity-toity art gallery with wine and cheese and whatnot. Together, they're learning to make the most of their special situation. Nach anderen Orten können wir ihn anscheinend nicht fragen, deshalb... sagen wir tschüss. Oh, das Radio ist nervig. Ist zwar jetzt schon zu spät, aber aus Prinzip mache ich es jetzt aus. So, ja, also so viel kann ich verraten. Beim ersten Durchspielen, beziehungsweise bei meinem ersten Besuch, wurde ich aggressiv nach draußen geschickt, weil ich ihn ein bisschen zu sehr beleidigt hatte. Ein bisschen zu sehr gestichelt. So, ich würde aber sagen... wir schauen trotzdem kurz in die Hauptmission rein und nicht... in die Nebenmission. Wir schauen einfach mal, wie lange wir dann dafür brauchen. Denn ich würde dafür viel lieber noch eine andere kleine Nebenmission mitmachen, falls wir die Zeit dazu haben. So. Wir gehen jetzt also zu dem Treppenaufgang, wo die Blutspuren waren, beziehungsweise wo wir auch jemanden haben hochkriechen sehen. Das müsste ja hier unmittelbar sein. Genau. Übrigens, wenn wir die Blutspuren zurückverfolgen, sehen wir, okay, die haben hier am Auto begonnen. Zumindest sieht es so aus. Those mothers ripped me off. I'm dying here. What is this lump? Is this my rib? Holy shit, my rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Nein, das ist eine zerbrochene Glasflasche, natürlich. Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seem reliable. Guy mixes up speed, his crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junkie pricks, hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. I had to crawl to my car, call my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the astrolite. Those small-time sons of bitches live out in a dump on the beach. Four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Land in a pool in my own blood and you want friggin' directions. Right, all right. Down the street, in the parking garage, stairs down to the beach. On the right. Those better not be some of my last words. You gotta get it back from them. Maybe reason with them, maybe break in. I don't know. I want to kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. So, also wir werden es definitiv für ihn beschaffen. Zumindest werden wir es probieren. To help you, don't go anywhere. Ja, wir fragen ihn natürlich, ob wir was für ihn tun können. Something just started leaking. I need something for the pain. One more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything, I can help you out. Und natürlich werden wir ihn nicht verpfeifen. So.
Da seine Situation ja offenbar ziemlich kritisch ist und er ziemlich Schmerzen hat, werden wir also nicht mit der Hauptmission fortfahren. Und vermutlich werden wir das auch nicht mehr zeitlich schaffen, denn zu lang soll die letzte Folge auch nicht werden. Und wenn euch das Spiel interessiert, solltet ihr natürlich auch noch was zum Spielen haben. Aber schlau wie ich war, dachte ich mir, hey, hier ist doch eine Klinik. Gehe ich doch also einfach rein und da werden schon, so GTA-like, ein Haufen Medipacks rumliegen. Ja, falsch gedacht. Ich will euch zeigen, was passiert. Man schaue sich um, hier und da ein paar Leute. Please wait your turn and you'll be seen. Und dann diese nette Dame, was ich natürlich nicht ankonnte. Wenn man in dieser Stadt an der Schlange vorbeigeht, wird man nicht etwa der Unhöflichkeit bezichtigt und blöd angeschrien. Nein, es wird sofort die Polizei gerufen und die Polizei sagt nicht nur du, du, du. Nein, die Polizei schießt auch direkt auf einen. Deshalb werde ich das nicht tun, aber hey, da hinten ist eine Tür. Und jetzt müssen wir nochmal nach dem Hintereingang suchen. Und das wusste ich letztes Mal nicht, dass es da einen gibt. Und wir probieren es mal darüber rein. Ich kann nicht sagen, dass das besser laufen wird. Wahrscheinlich werden wir trotzdem geschnappt. Aber den Versuch ist es ja wert. So, hier geht es schon mal zu Bloodbank und hier irgendwo, da können wir direkt mal bei der Gelegenheit schauen. Schade, ich dachte, das wäre die Tür, wo man zu den Apartments kommt. Aber es gibt auch noch andere Türen, die mit so einer Zugangskarte versperrt sind. Dann war das wohl nicht die richtige. Okay. So, wir gehen erstmal hier rein. Und ihr seht schon, da unten geht es zur Bloodbank. Und ja, man kann sich sozusagen Blutkonserven in diesem Spiel kaufen. Also solche Blutkonserven, wie wir vorhin im Inventar benutzt haben, um etwas aufzurüsten, gesundheitstechnisch, kann man hier kaufen. Wir schauen uns das mal fix an. You next up for the needle? Hm? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? They all come in here with that same nonchalant look. With that, who me, stare, as if they were so clever. Do you think you're the first vampire to try and come in here to buy blood? Honestly. Fine. If you don't want any, deny it. Deny that you wouldn't put the lukewarm bag to your lips and slurp out the copper-smelling sauce like a swarm of mosquitoes on a hemophiliac's back. Ja, okay. Also er weiß ja definitiv, was wir für einer sind und wir sind offenbar nicht der Erste. Deshalb können wir jetzt auch ein bisschen nachgeben. If you have to ask. Ah, okay. Und was kostet das? $94. Gottes Willen, und wir haben ja gerade mal 99. Also es ist echt nicht so billig. Da sauge ich doch lieber 20 obdachlos aus. So. Lockpicking failed, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo man genau das, den Painkiller quasi für unseren Freund finden konnte. Vielleicht war es sogar hier. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Aber so richtig offiziell Teil des, ich sag mal, Krankenhauses kann das ja eigentlich gar nicht mehr sein, denn das gehört ja schon zur Blutspenden-Dingens. Sieht doch so ein bisschen nach Blutspende vielleicht sogar aus. Also ich meine, gut. Jetzt nicht ganz so realistisch, aber man kann sich's einbilden. Da sitzt so einer und da wird ein bisschen was im Computer eingetippt. Oh, nein, da kommt man nicht rein. Schade. Laundry. Da kommen wir wieder nicht rein. Auch mit Schlossknacken nicht. Und hier, so viel ist gewiss, das weiß ich noch, hier war leider gar nichts drin. Das sind anscheinend dann die Kühlkammern für die Blutkonserven. So. Aber irgendwo hat gerade jemand geschnauft. Woher das kam, weiß ich jetzt nicht. Und hier geht's nach draußen. Ach, das ist der Typ. Ah, okay. Ja, also hier waren schon mal nicht die Painkiller. Dann sind sie tatsächlich im Krankenhausbereich. Und jetzt wird's spannend. Ich bin nämlich mir nicht darüber im Klaren, wie das hier aussehen wird, wenn wir erwischt werden.
Ob denn direkt wieder die Polizei gerufen wird? Okay, das war erfolgreich und ich gönne mir nochmal ein Blood Pack. Und dann mache ich mal einen Quick Save. Denn das kann jetzt wirklich schief gehen, das Ganze. So. Was ist das für eine Aura, die da liegt? Das kann ich nicht. Okay, sind Patienten. Zu dieser Patientin werden wir gleich nochmal gehen. So viel sei schon mal gespoilert. Aber zunächst... So, und jetzt ist die Frage. Ich glaube, das ist das Zimmer, in was wir müssen. Jawohl. Jawohl. Wunderbar. Morphine Bottle. Damit haben wir den Painkiller erhalten. Und um Himmels Willen, ach, ich muss tatsächlich noch die letzte Blutkonserve zu mir nehmen. Das ist ungewollt. Aber hey, was soll's. Dafür dann beim nächsten Mal etwas mehr Menschen aussaugen. So, schauen wir uns nochmal die E-Mails in Ruhe an. Achso, wir schauen uns keine E-Mails in Ruhe an. Okay, schade. Denn ein Passwort weiß ich leider nicht. So, ich würde es jetzt einfach mal vermeiden, die anderen Räume zu durchsuchen, oder? Sagt er und öffnet eine Tür. So. Okay. Achso, hier kommt man... Nein, da kommt man nicht durch. So, wir haben ja gesehen, dass hier eine Schwester mit drin ist, deshalb werde ich dieses Zimmer nicht öffnen. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Also, ob die dann jetzt den Alarm auslöst, das können wir vielleicht zum Schluss mal probieren, wenn wir hier raus wollen. Erstmal wollen wir aber noch nicht raus, denn wir... Schauen wir uns diese junge Dame an. Man könnte fast denken, es geht ihr nicht so gut und daher werden wir unser Blut geben. Allerdings bin ich mir eben nicht mehr sicher, wie das war, ob das tatsächlich so ist, dass man dafür bestraft wird. Denn ich glaube, anfangs hat man doch gesehen, dass die sogar dafür bestraft wurde, die uns zum Vampir gemacht hat, oder? Ich weiß nicht, ob das so war. Ich hoffe, wir werden dafür nicht getötet. Aber, oh, die Kotzgeräusche im Hintergrund sind ja sehr appetitlich. Aber hey. Ich werde sie hier nicht sterben lassen, so viel ist schon mal gewiss. Und damit haben wir Menschlichkeit verdient, jawohl. You alright, you like that best crew in the world. Nein. You... Who are you? Oh, what did you do? What did you do to me? Ich bin nur eine Krankenschwester. No, no, you did something. I can feel it. It's... fixing me. You... I kissed your wrist. What did you do? You... I feel like I know you. Like you've always been here. Ich möchte dir natürlich, auch wenn ich ihr geholfen habe, nicht zu viel verraten, denn sie muss ja nicht unbedingt wissen, was da mit ihr passiert ist. Wir sollen ja nicht über dieses Vampirsein sprechen, weshalb ich vorhin auch nicht so begeistert war, als der andere damit groß rumposaunte. Ich muss jetzt wirklich los. Okay, und jetzt interessiert mich mal, ob das schon als... Das hat tatsächlich nicht als Verlust der Maskerade gezählt. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich mache hier nochmal einen Quick Save. So, und jetzt werfen wir mal fix einen Blick hier rein.
Okay, da findet man auch nichts. Also ich habe letztes Mal auch nichts gefunden. Wir machen uns einfach aus dem Staub. Wir haben das bekommen, was wir wollten und konnten sogar noch jemandem helfen. Was ich tatsächlich wirklich nicht weiß, ist, ob man dieser Person später nochmal begegnen wird. Ich kann es mir fast vorstellen, denn sie war ja nicht einfach nur so ein NPC. Denn die NPCs, die habe ich mir mal in der letzten Folge, in der verlorenen Folge angesehen. Die sind ja alle schon recht ähnlich und sie mit ihren roten Haaren hat sich ja schon hervorgehoben. Und ich muss sagen, die Haare gefallen mir. Ich würde sie mir öfter ansehen. Vielleicht spielt sie nochmal eine Rolle. Wäre schön, wir hätten sie auch einfach sterben lassen können oder ihrem Unglück überlassen können. Aber hey, wir tun Gutes. Und mit Gutem wird diese Folge auch enden, denn wir verpassen ihm jetzt das Morphin. Und zack. Quest complete. You're welcome. I'll come back. Astrolite, goodbye. Genau, und wir haben noch mehr Menschlichkeit verdient. Das heißt, wir haben jetzt... Wow, wir haben sogar 9 von 10. Das ist ja cool. 9 von 10 Humanity und noch alle Maskeraden. Diese Folge lief definitiv besser als mein erster Versuch. Das ist doch nicht schlecht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verlassen jetzt nochmal fix das Haus. Normalerweise würde es jetzt also damit weitergehen, dass wir entweder den Kollegen, also diesen Kopfgeldjäger suchen, für den einen leicht kräftigen Typen in dem einen Shop da, oder aber, dass man die Hauptstory weiterverfolgt, beziehungsweise kann man ja auch beides machen irgendwie. Bei Gelegenheit kann man ja dann einfach diesen Bounty Hunter mal mitnehmen, schätze ich, wenn das auf dem Weg liegt. Das werden wir aber nicht mehr tun. Wenn euch das Spiel gefallen hat und der Eindruck gefallen hat, dann holt euch das Ding unbedingt. Es gibt es in jedem Steam-Sale geschenkt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das in irgendwelchen Stores ziemlich günstig gibt. Aber hey, das ist jeden Cent wert. Also es ist seinem Ruf definitiv gerecht geworden. Ich hatte sehr viel Spaß und da stört auch die etwas angealterte Grafik überhaupt nicht. Es ist einfach atmosphärisch und das ist ja immer die Hauptsache, zumindest für mich. Ich brauche keine übermäßig tolle Grafik, solange die Atmosphäre stimmt. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen, wie aufs Wort. Na wunderbar. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Stellt euch auf ein paar Bugs ein, aber schaut euch ruhig mal auch auf den ganzen Community-Seiten um, wo es diverse Bugfixes gibt in verschiedensten Versionen und Ausführungen. Alle haben so ihre Vor- und Nachteile, auch sicherlich diese Bugfixes bringen wieder neue Fehlerchen rein. Ihr habt ja gesehen, beziehungsweise von mir auch gehört, dass es da einige Problemchen gab mit dem Türenöffnen etc. Darauf muss man sich einstellen. Es ist eben auch neben seiner tollen Story und neben seiner atmosphärischen Tiefe für seine Bugs bekannt. Nun wisst ihr hoffentlich, worauf ihr euch einlasst oder eben auch nicht. In diesem Sinne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Let's Show oder Let's Play. Euer Nick.